Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kurzen Dodis Insights. Freut mich, dass du hier bist. Wir sind in einer ganz verrückten Zeit. Und jetzt, heute, in der christlichen Welt, sind wir am Karfreitag. Karfreitag steht in der katholischen Kirche dafür, da wird die Madonna rausgeholt und dann wird sie die ganze Kirche geputzt, es wird alles aufgeräumt, es werden alle Bänke abgewischt, es wird, ich weiß nicht, was Altar und was da drin noch alles ist, wird aufgeräumt, geputzt und sauber gemacht. Gleiche gilt für den Haushalt, es wird geputzt und sauber gemacht. Ich sehe das in meinem Umfeld hier. Wir haben ganz eine internationale Community da, um in dem Quartier, wo ich drin lebe, in all diesen Häusern. Und die sind alle am Putzen wie wild. Also es ist sehr interessant. Und auch wenn du Pessach feierst, es ist eine Zeit, wo wir so in uns gehen und wie das Neue neu aufgreifen. Und ich wünsche dir echt, dass du jetzt diese Tage genau dafür nutzt, dass du einen Moment hast, wo du dich hinsetzt und sagst, so, ich putze meinen Raum, ich putze meinen Lebensraum, ich putze mein Business. Und was brauche ich nicht mehr und was brauche ich? Und da möchte ich dir einen Gedanken dazu geben. Wir gehen in eine neue Ära. Wir gehen in wirtschaftlich, digital in eine neue Ära. Die neue Ära wird digital sein. Wir sind bereits daran, digitale Währung zu haben. 17 sind schon genehmigt von der BIS. Die werden kommen, E-Franken, E-Euro, E-Dollar, nenn sie wie du willst. Gewisse sind schon in der Testphase, andere sind schon weiter fortgeschritten, so dass wir wirklich nur noch Wochen oder Monate Zeit haben, uns daran zu gewöhnen, dass wir mit digitalen Währungen bezahlen werden. Es wird eine andere Welt sein. Nach Corona ist nicht mehr vor Corona. Es kommt nicht die Zustände, die wir vorher hatten. Und genauso ist es für dich und dein Business. Es wird alles digital. Wir gehen digital. Das heißt, du brauchst heute neue Möglichkeiten, wie du dein Geld, dein Business, dein Leben absichern kannst. Das hast du vielleicht gemerkt, vielleicht gehörst du zu diesen, die wirklich nicht mehr plötzlich genug Kunden haben. Oder du bist Friseurin, meine Friseurin. Abgesehen davon, dass ich sie nicht mehr nutzen kann, ist es eine Katastrophe. Sie hat einen großen Friseursalon und sie kann da nicht mehr rein. Oder auch Fitnesscenter. Oder nenn es, was du willst. Wir kennen die Geschichten alle. Es sind tragische Geschichten von Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten, ihre Rechnungen, vor allem auch ihre Mitarbeitenden bezahlen können. Und auch Einzelunternehmerinnen, wie du vielleicht, die nicht mehr wissen, wie sie überhaupt ihr Brot einkaufen können oder was es auch immer ist. Und ich wünsche dir, dass du jetzt diese Zeit nimmst und dir überlegst, wo möchte ich gerne hin. Wir haben im Oysters Business Club auch einen Wechsel vorgenommen. Wir wollten ja jetzt gerade die ABC Academy mit dem Master starten und wollten das launchen. Das stand jetzt wirklich gerade kurz davor. Im Juni wäre das gewesen und wir mussten das jetzt umpolen. Und wir haben dafür die Women Startup Factory gegründet. Das heißt, das ist ein Projekt, wo wir alles digital, zu 100% digital sind. Und wir haben nächste Woche unser allererstes Webinar, ein Live-Webinar, wo ich mich freue, wenn du dazu kommst. Melde dich doch an, schau dich um auf der Seite, guck, was wir tun und beteilige dich an der Zukunft. Du hast zwei Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit zu sagen, nee, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Dann werden andere in Zukunft deinen Weg bestimmen oder du sagst, du wirst aktiv und jetzt tu was. Sichere dein Vermögen ab, sichere deine Zukunft ab, sichere deine Einnahmen ab. Jetzt, es ist nicht eine Frage, ob du das willst, es ist wirklich die Zeit, wo wir einen Paradigmawechsel machen müssen. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Frauen diesen Schritt gehen, um vielen Frauen zu zeigen, hey, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, wir sind alles Unternehmerinnen, wir schaffen das gemeinsam. Also, setz dich in diesen besonderen Tagen, die wir jetzt haben, einfach wegen den Feiertagen, setz dich hin, überleg dir, was kann ich loslassen, was brauche ich nicht mehr, was hat mir gerade in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr weitergeholfen und welche Möglichkeiten stehen da offen. Melde dich an für unser Live-Webinar und sei dabei, wenn ich begrüße zu unserem allerersten Women's Business Factory Live-Webinar, wo ich euch zeigen werde, welche Möglichkeiten wir jetzt haben, um in den nächsten Wochen und Monaten sicher uns wieder aufzustellen, um in Zukunft abgesichert zu sein. Ja, ich wünsche dir ganz besondere Tage, ich wünsche dir einen guten, wenn du im christlichen Zuhause bist, Karfreitag, einen schönen Osterwochenende und wenn ihr nicht, dann wünsche ich ein schönes Pessachfest, ihr seid ja schon seit gestern dran, bis nächste Woche und wenn du gar keine Feste feierst, dann feier dein eigenes Fest, lass los und nimm das Neue mit dazu. Alles Liebe dir, deine Dodi Löw.